Die Wiedereröffnung des Dorfwirtshauses lässt sich in Wölsauer Hammer kaum eine entgehen. Mit mehr als 80 Gästen muss die Eröffnungsfeier deshalb im Saal oberhalb der Wirtsstube stattfinden. Alle sind stolz darauf, dass das Hammerprojekt geklappt hat und die Bürger ihr Wirtshaus gerettet haben, das anderthalb Jahre lang dicht war. Ja, ich finde es großartig, weil das war eine Herzensangelegenheit von uns, Hammernern. Und wenn das dann Wirklichkeit wird, ist es ein wunderbares Gefühl. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber man muss es einfach probieren. Und habe gesagt, nämlich mal dabei sein, mal hören, was da ist, nämlich letztes Jahr. Und ich finde, es ist eine tolle Geschichte geworden, was sie da alles auf die Beine gestellt haben. Ich befürworte es auch, dass mal Kneipen wieder zum Leben erweckt werden. Und wir natürlich auch öfters mal Gast da sein. Das ist, wir sind ungefähr so 10 Kilometer weg. Es ist dann immer eine schöne Radtour, wo man mal herfahren kann und ein bisschen ein Gespräch suchen kann und finden kann dann. Nachdem das Wirtshaus 2022 dicht gemacht hatte, fehlte im Dorf plötzlich der Treffpunkt, wo sich die Leute austauschen konnten. Deshalb gründeten die Hammerner eine Bürgergenossenschaft, um ihr Wirtshaus zu retten und wieder zu eröffnen. Jeder Interessierte konnte Anteile zu je 500 Euro erwerben. An die 200 Stück wurden bis heute verkauft. Zudem förderte das Amt für ländliche Entwicklung die Pläne. So kamen insgesamt rund 200.000 Euro zusammen, die unter anderem in eine moderne Gastroküche investiert wurden. Zudem legten viele der Genossenschaftsmitglieder selbst Hand an und halfen bei der Sanierung mit. Ein Projekt steht noch an. Bis zum Sommer soll vorm Haus nun auch ein Biergarten entstehen. Unser Plan ist es, eigentlich so schnell wie möglich umzusetzen. Teilweise müssen die Arbeiten ja Firmen machen, aber das ist demnächst abgeschlossen. Die Restarbeiten, Pflasterarbeiten, Streicharbeiten, Holzbauarbeiten werden wir dann selber machen müssen. Besonders glücklich über die Wiedereröffnung sind die Mitglieder des Stammtischs. Denn der wurde hier in der Kneipe im Jahr 1974 gegründet. Und hier, an sozusagen historischem Ort, wollen die Mitglieder in diesem Jahr auch das 50-jährige Bestehen begießen.